So, dann darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Ortschaftsratssitzung. Und vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich noch auf zwei Dinge kurz eingehen. Wir haben ja neben zur Vorbereitung auch einen Ältestenrat zur Vorbereitung dieser Sitzungen. Dort treffen sich die Fraktionsvorsitzenden. Und der Herr Kriener hat angekündigt, dass er den Fraktionsvorsitz für die CDU ab dem neuen Jahr, ab Januar, an den Andreas Kerle übergibt. Und der Herr Kriener war über viele, viele, viele Jahre Fraktionsvorsitzender der CDU und damit auch Mitglied im Ältestenrat. Die Fraktionsvorsitzenden untereinander sind für meinen Geschmack sehr kooperativ und auch sehr gut, wie sie die Sitzungen für uns vorbereiten. Ein sehr beliebtes Mitglied des Ältestenrats, auch sehr geschätzt von den Fraktionskolleginnen und Kollegen. Und die haben sich in der letzten Ältestenratssitzung dazu entschlossen, dir ein kleines Abschiedsgeschenk zu machen und sich auch bei dir für die konstruktive und gute, faire, offene Zusammenarbeit der letzten vielen Jahre zu bedanken. Und da würde ich dir gern im Namen der Fraktionsvorsitzenden ein kleines Geschenk überreichen. Und der stellvertretende Ortsvorsteher Pötsche hat sich dem Geschenk auch mit angeschlossen. Jetzt darf ich die Mitglieder des Ortschaftsrates bitten, dass wir ein kurzes Gedenken widmen der vor kurzem verstorbenen Christa Schulte und auch dem vor kurzem verstorbenen Walter Mechtlinger, der heute Beerdigung hatte. Zwei Mitglieder dieses Gremiums, die über Jahre und Jahrzehnte die politische Arbeit hier in diesem Gremium geprägt haben. Und die interessanterweise, was wir viele nicht wissen, auch wenn sie häufig politisch grundunterschiedlicher Auffassung und Meinungen waren, sehr respektvoll, sehr freundschaftlich auch miteinander umgegangen sind und sich gegenseitig als Menschen sehr, sehr wertgeschätzt haben. Dass ausgerechnet diese beiden ja auch wirklich prägenden Figuren hier des Ortschaftsrats Durlach aus den letzten Jahrzehnten so kurz hintereinander verstorben sind, macht uns traurig. Aber ich denke, wir sollten ein kurzes Gedenken an die beiden machen. Ich danke Ihnen. So, dann treten wir in die Tagesordnung ein. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1, Jahresbericht Jugend und Soziales. Der Bericht liegt ja in recht umfangreicher, detaillierter Form vor. Wir haben uns auch hier verabredet, in einem sehr kurzen, prägnanten Einführung zu machen. Und das Ganze macht der Abteilungsleiter Jugend und Soziales, Herr Laue. Bitte schön. Ja, guten Abend, sehr geehrte Frau Ries, sehr geehrte Damen und Herren aus dem Durlacher Ortschaftsrat. Ich werde Ihnen nun in den folgenden Minuten einen Überblick geben über die Abteilung Jugend und Soziales im Stadtamt Durlach. Ich beginne mit allgemeinen Informationen für Sie. Die Abteilung Jugend und Soziales ist zuständig für ca. 54.000 Bürgerinnen und Bürger, die sich in unserem Einzugsgebiet befinden. Das Einzugsgebiet erstreckt sich also alles östlich von der Autobahn, beginnend mit der Dornwaldsiedlung, Untermühlsiedlung nach Durlach, selbstverständlich auch Durlach-Aue, geht dann hoch nach Wolfertsweier in die sogenannten Höhenstadtteile. Das ist der Hohenwettersbach, Bergwald, Grünwettersbach, Stupferich und geht dann rüber bis nach Krötzingen. Die Abteilung Jugend und Soziales ist numerisch mit 104 Kolleginnen und Kollegen die größte im Haus. Die Abteilung besteht aus 5 unterschiedlichen Sachgebieten, dem Sozialamt, dem Sozialen Dienst, dem Sozialpädagogischen Fachdienst, der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Beistandschaften, Vormundschaften und im großen Bereich der Kindertageseinrichtungen, städtischen Kindertageseinrichtungen in Durlach. Da
das Thema Corona und die Auswirkungen sowie die Ukraine-Krise haben natürlich auch bei uns in der Abteilung Jugend Soziales ihre Spuren hinterlassen. Besonders intensiv war das Sozialamt betroffen, weil wir ja in Kürze für die hilfensuchenden Menschen ein neues Hilfesystem installieren mussten. Und da haben wir sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen von der SZB zusammengearbeitet, um diese große Hürde zu meistern. Das war mit viel Engagement durch die Kolleginnen und Kollegen möglich und hat auch teilweise an die Belastungsgrenze geführt. Und es freut mich sehr, dass wir in Dullach hier einen wesentlichen Beitrag dazu beitragen konnten, dass diese Menschen Hilfe und Unterstützung bekommen haben. Die genannten Sachgebiete, meine Damen und Herren, berühren ja im weitesten Sinn auch immer alle diese sozialpolitischen Themen. Das Thema beim Sozialamt ist ja die Grundsicherung im Alter, beim sozialen Dienst und bei den sozialpädagogischen Fachdienst ist der Kinderschutz ein Schwerpunkt, bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe und Beistandschaften auch das Thema Kinderarmut durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss und bei den städtischen Kindertageseinrichtungen auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nun möchte ich noch einen Schwerpunkt setzen bei dem Thema Kindertageseinrichtungen. Hier befinden wir uns aktuell im Wachstum. Im neuen Jahr wird es, wie Sie sicherlich schon gehört haben, eine neue städtische Kindertageseinrichtung geben, eine vierzügige, die sich im Erdgeschoss der ehemaligen Paracelsus-Klinik einfinden wird. Die vierzügige Kindertageseinrichtung hat verschiedene Angebotsformen und wird in städtischer Trägerschaft geführt. So, sie ist dienstlich und fachlich dem Stadtamt Durlach zugeordnet. Umziehen wird auch die kleine Kindertageseinrichtung in der Dornwaldsiedlung. Die wird mit in die Paracelsus-Klinik ziehen, sodass wir dann dort für 60 Kinder einen Platz anbieten können. Das Thema der Spiel- und Lernstube, da möchte ich auch noch zwei Sätze dazu sagen. Wir haben uns mit dem niederschwelligen Angebot der Spiel- und Lernstube in der Mühlsiedlung unterjährig genau befasst und analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das dort niederschwellige Angebot für Schulkinder im Alter von 6 bis 16 Jahren auf andere Schultern legen werden und damit eben die Schließung der Spiel- und Lernstube dann auch beschlossen. Gleichzeitig sind wir in Verhandlungen und auch in Gesprächen, dort einem freien Träger die Möglichkeit zu geben, hier eine Großkindertagespflegestelle einzurichten, die ebenfalls weitere 18 Plätze anbieten kann. Dies bedeutet, und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, dass es uns in Durlach gelingen wird, die große Lücke zwischen den vorhandenen Plätzen und dem bestehenden Bedarf etwas kleiner werden zu lassen und somit eben auch einen guten Beitrag zu leisten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu kommt, dass wir auch unseren Eltern hier im Stadtteil die Wahlmöglichkeit anbieten können, ob sie ihre Kinder in eine klassische Kindertageseinrichtung bringen möchten oder sie lieber das Format einer Kindertagespflegemutter wählen wollen. Dann möchte ich noch erwähnen, dass alle unsere Kindertageseinrichtungen selbstständig ein Schutzkonzept entwickelt haben für ihre Einrichtungen. Dieses Schutzkonzept wurde auch abgesprochen mit dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe hier im dem KVJS. Dafür haben wir, ich darf das auch mit Stolz sagen, sehr viel Lob erhalten. Und dieses Schutzkonzept wird nun auch für die städtischen Einrichtungen in Karlsruhe sozusagen als Blaupause dienen. Dann möchte ich noch erwähnen, dass wir ja im Hinblick auf Personalauswahl eine ganz neue Bewerbersituation vorfinden. Wir sprechen mittlerweile von der Generation Z. Das bedeutet, sind alles die Jahrgänge ab 1996. Ich gehöre nicht dazu, aber nur knapp. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass der Markt gerade sehr, sehr eng ist. Es ist der berühmte Fachkräftemangel, der auch hier bei uns zum Tragen kommt. Und wir
als Stadt bzw. hier als Kommune müssen uns natürlich auch überlegen und in den Kopf dieser Bewerber hineinversetzen, warum sie denn bei uns arbeiten sollen. Also die Zeiten, wo das eine Einbahnstraße war, die sind vorbei. Auch wir müssen uns umstellen, müssen uns überlegen, gerade im Hinblick auf die neue Situation mit der Kindertageseinrichtung in der Paracelsus-Klinik, wie es uns gelingen kann, geeignetes Fachpersonal im Erzieherbereich zu finden. Das war jetzt ein kurzer Einblick, ein kurzer Streifzug durch die Abteilung Jugend und Soziales. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unserer Amtsleitung Frau Ries bedanken, sowie bei den Leitungskollegen für die ständige Unterstützung, auch unterjährig. Und möchte hiermit auch meinen Dank an die Kolleginnen und Kollegen vom Gesamtjugend und Soziales ausrichten, die, glaube ich, in diesem Jahr wieder sehr große Hindernisse wunderbar überwunden haben. Und ich freue mich auch auf das nächste Jahr für die kommenden Aufgaben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Laue. Gibt es Fragen? Frau Isele. Vielen Dank, Herr Laue, für Ihre Worte zu dem Bericht und auch für den ausführlichen Bericht, den wir ja jedes Jahr erhalten. Und unsere Fraktion hat 4 Fragen dazu. Also einerseits zu diesem, in Zusammenhang mit diesem tollen Projekt in der Paracelsus-Klinik, wo Sie ja diesen vierzügigen, was Sie auch erwähnt haben, neue Einrichtung schaffen wollen. Da ist uns zu Ohren gekommen, dass ganz in der Nähe eine zweite Kindereinrichtung von einem anderen Träger geschaffen werden soll, worüber wir uns einfach gewundert haben, dass es in so räumlicher Nähe passieren soll. Und die Frage ist, wissen Sie davon und war das nicht anders möglich? Also das, für Eltern ist es ja immer interessant, in unterschiedlichen Räumen, Quartieren Angebote zu haben. Das war die erste Frage. Dann zu der Großtagespflege. Da haben Sie ja auch erzählt, eben, dass eben in der Untermühlsiedlung eine Großtagespflege entstehen soll. Und ich habe gelesen in Ihrem Bericht, dass eben das Alter der Kinder anders ist als im Vergleich zu Kindertageseinrichtungen, also von 0 bis 14, glaube ich. Also das als Unterschied. Ansonsten ist uns nicht so klar, was ist denn da der Unterschied? Gibt es da auch Unterschiede? Also im Preis für die Eltern, gibt es da unterschiedliche Beitragsvorstellungen, die geleistet werden müssen, oder auch in der pädagogischen Qualität? Wer sind denn die Betreuenden in dieser Großtagespflege? Dann zum Schutzkonzept. Also das ist toll, wirklich, dass Sie da diese bundesweite Vorgabe erfüllen, jetzt in Durlach federführend quasi. In der Grazer Straße wurde das entwickelt, habe ich gelesen in Ihrem Bericht. Ich habe, und dass es jetzt stadtweit angewendet werden soll, ich habe allerdings auf der Homepage, ich habe geschaut und habe nichts dazu gefunden. Und ja, wäre jetzt die Frage, ist das vorgesehen, dass das veröffentlicht wird, weil das ist ja ein Qualitätsmerkmal für städtische Einrichtungen, wenn das durchgeführt wird und wenn Sie schon so weit sind, dass Sie quasi ein Konzept haben. Dann noch als letzte Frage zur Schulsozialarbeit. Da habe ich gelesen, dass Sie, dass Sie da so erforderliche Anwendungen für die Kommunikation in der Schule vom Stadtamt zur Verfügung gestellt haben und dadurch eben auch die Schulsozialarbeit teilnehmen kann an der internen Kommunikation in der Schule. Und da war die Frage, was ist das konkret? Also was sind das für Anwendungen? Dankeschön. Herr Laue. Ja, vielen Dank. Ja, es ist mir bekannt, dass in unmittelbarer Nähe eine kleine Einrichtung besteht. Die gab es schon vorher, die hat jetzt einen neuen Träger übernommen. Die räumliche Nähe ist jetzt vielleicht aus einer Sicht nicht optimal, aber die war schon da und wurde dann wieder neu belebt durch einen neuen Träger, einen freien Träger, der sich das dann eingenommen hat und jetzt da ein Angebot macht. Im Schwerpunkt war es ja früher auch die Inklusionseinrichtungen, aber die sind ja offen für alle und insofern
bestehen die Einrichtungen dann tatsächlich nebeneinander. Ihre zweite Frage war ja zum Thema Großtagespflege. Ja, da gibt es einen Unterschied. Die Großtagespflege ist im Prinzip wie eine Kindertagespflege, also praktisch eine Tagespflegemutter, die dann eben in den geeigneten Räumen Kinder zwischen, in der Regel auch noch sehr jung, gleich wie beim Kindergartenalter oder noch jünger, aufnimmt und die gleichzeitig nur 4 oder 5 Kinder betreut. Das ist ein bisschen anderes Konzept, weil es ja ein familienähnliches Konzept auch ist. Und da ist aber die Eltern deutlich auch die Wahlmöglichkeit zu sagen, nee, ich möchte eher dieses familienorientierte Konzept haben. Oder aber ich gebe sie im Vergleich zu ihrer vierzügigen Einrichtung eben in so eine Einrichtung. Ja. Da gibt es einfach auch Unterschiede im Ablauf. Vom Preis her ist so, dass die Großtagespflege ja auch von uns geprüft wird zunächst mal, also auch inhaltlich. Das heißt, unser Stadtamt, unsere Kindertagespflegebeauftragte ist dann auch dort, muss das dann auch abnehmen und muss dann eben auch gucken, dass die Leute geschult sind. Also ist alles Fachpersonal, die dann für die Kindertagespflege, für die Stunde, die sie dann tatsächlich leisten, auch einen Obolus vom Stadtamt bekommen und der Rest bezahlen die Eltern. Ob das jetzt genau gleich ist wie der Kindergartenbeitrag, müsste ich mir noch mal nachschauen. Die Antwort muss ich schuldig bleiben, aber ich weiß, wer es weiß. Ja. Dann das Thema Schutzkonzept. Das Thema Schutzkonzept. Es ist so, dass das Schutzkonzept an sich ist ein Teil von der Gesamtkonzeption der Einrichtung. Und wenn Eltern kommen, so was bisher, dann bekommen die ja in der Regel eine Konzeption, schauen sich das an und da ist das ein Teil drin. Das ist also händisch verfügbar bei Interesse, wenn jemand kommt. Dass es jetzt so nicht online ist, müsste man nochmal besprechen, ob das so gewünscht ist, ob man das machen kann. Ich sehe jetzt erstmal keine Einwände, aber in der Regel ist es so, wenn Sie zu einer Kindertageseinrichtung kommen, Schüler hat oder wo auch immer, haben die ja ein Konzept, ein pädagogisches Konzept und dieses Schutzkonzept ist ein Teil dieses Gesamtkonzeptes. Dann das Thema Schulsozialarbeit. Der Herr Käfer ist ja da. Mir hat er ja zu Beginn leider von der sozialpädagogischen Fachdienst sitzt hinter mir. Bei diesen Schulsozialarbeitern war es ja immer ein bisschen ein Problem, dadurch, dass ja durch die Nachwirkungen auch von Corona oder in der Corona-Zeit ja auch ein Fortschritt stattgefunden hat im Thema Digitalisierung. Und für uns war es aus Datenschutzgründen manchmal nicht möglich, dann eben auch auf dem gleichen Portal unterwegs zu sein. Und so war es dann eben einfach wichtig, dass wir da gemeinsam auch mit Datenschutzbeauftragte und Schule die gleiche Portale finden, um eben dann auch mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Ja, das sind dann solche digitale Formate oder eben auch andere Möglichkeiten über Zoom und was es da alles gibt. Ich bin da nicht so firm drin, aber ich weiß, dass die da sehr, sehr in dieser Welt der Jugendlichen unterwegs sind und jetzt auch die Möglichkeit habe, dort sich auch aufzuhalten, um dann mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Herr Käfer, war das richtig? Das war's, glaube ich. Kann es sein? Oder? Ich glaube, das war's. Ja? Habe ich alle Fragen beantwortet? Ja, vielen Dank. Das waren alle Fragen. Frau Iseler, noch vielleicht noch eins dazu, zum Schutzkonzept. Das eine Schutzkonzept, das gibt es eben nicht. Das Schutzkonzept hat zwar einen Rahmen, aber dann ist das Schutzkonzept sehr individuell auf jede einzelne Einrichtung. Da geht es ja rein in so Details auch wie Baulichkeiten. Da hat auch der Herr Laue zum Beispiel mit Herrn Dück seiner Abteilung sehr viel zu tun. Paniktüren, Panikschlösser, also da geht es dann auch sehr detailliert auch rein. Wir werden uns das aber, der Hinweis von Ihnen ist insofern gut, vielleicht überlegen, so einen Grundrahmen aus dem Schutzkonzept oder so die wichtigsten vielleicht Headlines aus dem Schutzkonzept, dass man die auch veröffentlicht. Jedes einzelne Schutzkonzept ist bezogen auf jede Einrichtung und dass man dann die alle veröffentlicht, halte ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die Idee, die nehmen wir auf, weil Sie haben recht, das ist in der Tat natürlich ein Qualitätsmerkmal, das uns auch wichtig war. Ja, mir ging es auch eher um das pädagogische Schutzkonzept. Und das müsste ja vergleichbar in allen Einrichtungen ähnlich sein. Und wie ist unsere Sicht, wie ist unsere Haltung der Dinge? Und ich denke, das können wir aus dem Schutzkonzept ganz gut zusammenfassen und das dann auch veröffentlichen. Also sowas wie Beteiligung, Beschwerdemanagement oder Kriseninterventionsplan. Genau. Also so diese Grundinhalte, Sachen. Und das ist wirklich ein Qualitätsmerkmal und schade, wenn es nicht veröffentlicht wird. Ja, danke. Vielen Dank.
Dann habe ich den Herrn Wenzel. Vielen Dank, Frau Ortsvorsteherin. Herr Laue, erstmal herzlichen Dank für den Bericht und natürlich für die Arbeit, die dahinter steckt. Das ist ja Mammutarbeit im Angesicht von Corona, angesichts des Ukraine-Krieges. Und ich habe nur Kleinigkeiten, die mich interessieren. Zur Ergänzung. Erstens, wenn ich sehe, ich habe ja auch Einblick in die Stadt Karlsruhe, wie wenig Mitarbeiter eigentlich das Stadtamt Durlach hat im Verhältnis zu der großen Stadt. Und dieser Aufgabe ist das schon irre. Das Zweite ist, es sind keine Zahlen veröffentlicht, bis auf die 40, wie nennt sich das Ganze? Es ist ja alles so einfach, die Anspruch haben hier auf Flüchtlinge. Also es sind keine Zahlen drin. Ist das bewusst so, dass keine Zahlen ist, die Aufarbeit der Ukraine-Flüchtlinge, dass man sich eine Vorstellung hat? Ich hatte im Schulbeirat gehört, dass allein in Karlsruhe derzeit 800 ukrainische Schüler untergebracht sind. Ist eine Wahnsinnsaufgabe, die man hinterbringt. Gibt es da so eine Zahl, dass man auch mal weiß, wie viel in Durlach sind, weil das ist wirklich diese Arbeit, die mehr Lob kann man ja gar nicht geben, dass das hier geleistet wird. Und dann die ständigen Reformen. Ich glaube, das ist auch eins der Probleme, die so eine Behörde hat. Das Einzige, was sich immer wieder gefragt wird, es gibt ja jetzt wieder mal eine neue Reform. Das heißt, es sollte ja eine Verbesserung sein des Wohngeldes. Ist man da eigentlich schon vorbereitet? Ich habe gehört, es gibt Softwareprobleme, es gibt überhaupt Probleme allgemein. Wie sind wir da in Durlach aufgestellt? Und kann da Durlach auch Hilfe gebrauchen? Ich denke, wenn die große Politik von oben nach unten regiert, dann sollte sie auch entsprechend die Leistungen und auch die Möglichkeiten finden. Ist da auch Durlach betroffen? Und das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ja, tatsächlich ist die Haushaltskonsolidierung mit dem Thema Zuwachs für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja auch an Bedarf orientiert. Trotzdem, dass der Bedarf da ist, manchmal schwierig auch Stelle zu bekommen in der Haushaltskonsolidierung. Nichtsdestotrotz hatte mir dann auch einen Zuwachs zugestanden bekommen. Das Thema war nur, dass man dann auch kein geeignetes Fachpersonal finden konnte. Man hat es dann ausgeglichen, dass Mitarbeiter dann auch aufgestockt habe, das ging. Wir sind ja ein relativ kleines Amt und von daher auch überschaubar. Und, aber ich muss auch wirklich sagen, dass die Kolleginnen gerade in dem Bereich, den Sie angesprochen haben, da schon eine Monsteraufgabe hatte, die sie wirklich super gelöst haben. Und ich glaube, das ist auch unser Vorteil, dass wir im Haus viele unterschiedliche Fachdienste beieinander haben, sehr große Kollegialität und uns da auch untereinander sehr gut helfen und unterstützen. Zum Thema Wohngeld, ja. Das wird natürlich immer mehr. Ich habe jetzt keine Zahlen parat, die kann ich aber auch gerne nachliefern. Das Thema ist ja auch mit der Wohnberechtigungsscheine. Wir haben natürlich viele Menschen, die Wohnberechtigungsscheine erhalten. Das Thema ist aber nur, dass zu wenig Wohnungen da sind, die sozial gefördert sind, weil das ist ja daran gebunden. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, ist ja das Thema sozialer Wohnungsbau. Und ansonsten, ja, es ist so, dass wir mittlerweile, also gerade wenn ich jetzt das Projekt Anschau, Paracelsus-Klinik oder die gesetzlichen Veränderungen, die vor uns stehen, auch gerade Kindersteigegesetz oder eben auch die Rechtsanspruch von Eltern auf Schulkindbetreuung. Das ist sehr komplex, also die Aufgabe wird immer komplexer und wir brauchen für die Zukunft beziehungsweise jetzt schon auch Kolleginnen und Kollegen, die es gewöhnt sind und die sich auch daran gewöhnen werden, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Also wir schauen heute ist so, dass wir viele mit vielen Blickwinkeln, unterschiedliche Blickwinkeln von unterschiedlichen Experten auf eine Situation schaue und dann eben diese interdisziplinäre Arbeitsweise auch im Alltag sich integrieren muss, um die ganze Komplexität, die da dahinter steht, bei denen viele Anforderungen auch gerecht zu werden. Also als Beispiel beim Kindergartenplanung sind so viele unterschiedliche Ämter miteinander verbunden und vernetzt, die da zusammenarbeiten, damit eben dann auch das Ganze gelingt. Das ist schon enorm. Ja. Vielen Dank. Herr Malisius. Ja, guten Abend.
Sehr geehrter Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Herr Lauer, ich habe nur eine kurze Frage. Sie haben gesagt, in die neue Para im Erdgeschoss kommen 60 Kinder. Gibt es denn für die Kinder im Freien auch Spielplätze? Denn dort ist ja eine enge Bebauung. Das ist meine Frage. An städtische, also an Kindertageseinrichtungen allgemein ist ja auch die Freifläche gebunden. Das heißt, man muss auch Freifläche zum Spielen und Grünflächen vorhalten können innerhalb des Geländes. Das wird ja auch abgenommen, da gibt es ja auch einen Raumplan und bestimmte Quadratmeterzahl, die man vorhalten muss, und die ist bei der Paracelsus-Klinik vorhanden. Ja, vielen Dank. Ja, das macht ja dann das Gartenbauamt. Also da gibt es, das hängt alles zusammen mit der Konzeption. Da wird auch die Außenanlage wird noch gerichtet und dann eben entsprechende Spielfläche auch ausgewiesen und dann eben auch eingezäunt, damit die dann eindeutig auch dem Kindertageseinrichtung zuzuordnen sind. Ja. Ja. Die sind vorhanden. Entschuldigung, das wird von der KVJS auch geprüft und abgenommen. Und ohne das kann man keine Kindertageseinrichtung eröffnen und in Betrieb nehmen. Das ist also gewährleistet, es muss gewährleistet sein. Herr Seidler. Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar, Mitarbeiter gewinnt man ja durch Ausbildung. Wie viele Ausbildungsplätze entstehen zusätzlich durch die Paracelsus-Klinik? Und ist es Ihnen jetzt im Augenblick gelungen, alle Ausbildungsplätze zu besetzen? Gegenwärtig haben wir alle Ausbildungsplätze belegt. Wir haben ja unterschiedliche Bereiche, also in der Verwaltung als auch im Erzieherbereich. Es gibt ja da unterschiedliche Formen. Es gibt diese PIA-Ausbildung, die praxisorientierte Ausbildung bei der Stadt Karlsruhe, die ist auch sehr beliebt. Die haben wir im Moment besetzt in unseren Einrichtungen. Für die Paracelsus-Klinik schwebt uns vor, dass wir da einen weiteren Platz bekommen, sodass wir ja dann eben auch gut ausbilden können mit dem Hinblick auf dann Mitarbeiterbindung und dann eben auch diese Leute dann weiter fortzubilden, um da dann auch gute Qualität zu bekommen. Ja, haben wir einen Zuwachs bekommen, Gott sei Dank. Ja. Herr Kerle. Erstmal herzlichen Dank für Ihren jährlichen Bericht und ein ganz großes Dankeschön und Lob auch von meiner Fraktion für Ihre geleistete Arbeit und die Arbeit, die noch vor Ihnen steht. Das ist nicht leicht und wird auch nicht leichter. Dennoch hätten wir kurz eine Frage, und zwar zu den Schulsozialarbeitern. Sind hier alle Stellen aktuell besetzt und sind diese Stellen aktuell ausreichend für das Spektrum, was verlangt wird? Ja, aktuell hatten wir gestern noch ein Auswahlverfahren für Schulsozialarbeit. Es sind ja mittlerweile numerisch 10 Kolleginnen und Kollegen. Die Schulsozialarbeit, der erste Weg ist ja immer, alle Schulen zu besetzen mit 50% bzw. 75%. Und natürlich ist der Bedarf, ich habe auch der Herr Inhoff schon hier im Raum gesehen, ist ja jetzt auch durch die VKL, also diese Vorbereitungsklasse, auch durch Ukraine, Kinder, die zu uns kommen, um Deutsch zu lernen, deutlich größer geworden, noch die Betreuungsformen. Und im Moment ist es so, dass wir natürlich auch gerne ausbauen würden, aber das im Moment nicht möglich ist. Personell. Also ein Bedarf wäre da. Und wir haben aber jetzt das große Glück, dass wir jetzt auch alle Stellen besetzen konnten. Wir hatten jetzt auch beim Bewerberauswahl immer wieder die Situation, dass kein geeigneter Bewerber da war. Die Friedrich-Realschule war zeitlang unbesetzt, aber das konnten wir jetzt auch kompensieren. Und wir hoffen, dass wir da dann auch personell gut aufgestellt sind, um die Durlacher Schule gut zu bedienen. Ich will es vielleicht deutlicher sagen, als es der Herr Laue will. Ist auch ganz klar, ein Mehrbedarf an Schulsozialarbeit wäre natürlich da. Also das ist natürlich was, wo man sagen kann, da könnte man noch mehr investieren. Derzeit ist es allerdings eine politische Entscheidung des Gemeinderats. Er hat ja schon Stellen wieder aufgestockt, aber das bleibt letztlich eine politische Entscheidung und keine Entscheidung von uns, von der Verwaltung. Wir müssen mit den Stellenanteilen, die wir haben, versuchen zu arbeiten, auch intensiv mit den Schulleitungen zusammenarbeiten, da auch ein Dank an die Schulleitungen,
wo ich auch weiß, dass in Durlacher Schulleitungen die Schulsozialarbeit wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben ja auch, was eine Durlacher Besonderheit ist, nehmen wir bei Auswahlverfahren die Schulen auch gleich mit ins Boot, dass die auch wissen, mit wem, welchen Kolleginnen und Kollegen sie es dann in der Schulsozialarbeit in Zukunft zu tun haben. Mehr wäre immer besser, mehr ist derzeit auch nicht möglich. Und dann gibt es den zweiten Punkt, den der Herr Laue natürlich auch schon angesprochen hat, der Mangel an Fachkräften. Wir sind in den Bereichen in einer Dauerausschreibungsschleife und sind manchmal in der Schwierigkeit, dass entweder keine geeigneten Bewerber oder die wieder absagen. Das sind momentan Fachbereiche, wo sich die Bewerber ihre Stellen geradezu aussuchen können oder eben der Markt auch grundsätzlich komplett leergefegt ist. Noch, kann ich ja auch sagen, wird dann auch mal aus dem sozialen Dienst ausgeholfen. Da arbeiten wir dann auch über Teams hinweg und da versucht der Herr Laue und seine Mannschaft alles irgendwie zu tun, was wir können und in enger Abstimmung auch mit den Schulleitungen. Besser könnte es trotzdem sein, ja. Frau Jesil. Auch von mir, Herr Lauer, vielen Dank für den tollen Bericht, für den jährlichen Bericht. Eine Frage, kurze Frage. Seit einigen Jahren gibt es ja den Quartiersmanagement Durlach und auch von der Diakonie. Arbeiten Sie auch mit denen zusammen? Also gibt es da einen Austausch, weil das hier nicht dokumentiert wurde? Ja, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin derzeit in sehr, sehr vielen Ausschüssen und auch da bin ich dabei. Wir treffen uns ein oder zweimal im Jahr Minimum. Also die melden sich auch sehr gerne bei uns, wenn sie was brauchen. Aber das ist schon, ich habe es deswegen reingeschrieben, weil es einfach schon im Alltag so verankert ist, dass wir auch mit Anbietern im Stadt hier in Durlach sehr, sehr gut vernetzt sind und da auch kurze Wege haben. Das schätzen wir sowie auch die anderen Anbieter, weil das ja auch die Besonderheit ist in Durlach, dass ich glaube, dass wir da sehr, sehr gut vernetzt sind und viele Träger uns kennen und umgekehrt auch. Und das macht ja Durlach auch so charmant, dass wir da ein sehr gutes Netzwerk miteinander haben und auch gut miteinander umgehen und uns gegenseitig da unterstützen. Also die kommen immer mal wieder wegen Projekte, die wir dann besprechen. Da sind wir drin. Ja. Vielen Dank, Frau Anna Frei. Ja. Herzlichen Dank, Herr Laue, für den wirklich ausführlichen Bericht. Genau, quatsche ich Sie schräg von der Seite an. Sie haben ja wirklich ein umfassendes Bild und haben mit Sicherheit auch einen Blick auf die Entwicklung der Geburtenjahrgänge und der Kita-Plätze. Wir haben uns hier im Ortschaftsrat intensiv mit mehreren Neubauten von Kitas beschäftigt. Also da haben wir die Paracelsus-Klinik auf dem Geigersberg, die Sportkita in der Unteren Hub, eine Kita im BMD-Areal. Die sind jetzt nicht alle städtische Kitas, aber ist jetzt mit diesen werdenden Kitas, die ja, also wenn man jetzt keine Übersicht hat, wie schnell oder wie lange es dauert, so eine Kita zu bauen und zu befüllen, scheinen die ja wie Pilze aus dem Boden zu sprießen. Ganz so schnell geht es dann leider doch nicht. Aber mit den aktuell laufenden Projekten ist dann unser Bedarf erstmal gedeckt. Hat dann jedes Kind in Durlach einen Kita-Platz oder ist der Bedarf weiterhin hoch? Und wie ist da momentan so die Entwicklung? Wie ist so Ihre Einschätzung mit dem Fachkräftemangel? Kriegen wir diese werdenden Kitas denn auch voll? Übernehmen Sie die Azubis, die fertig werden, dann auch direkt in Vollbeschäftigung und geben die gar nicht mehr her? Also wie ist da die Entwicklung? Wie sieht es in 5 Jahren aus? Ja, spannende Frage in 5 Jahren. Der Fehlbedarf ist nach wie vor noch da. Und der Ausbau wird, denke ich, auch weitergehen, wobei man da natürlich auch schlüssige und schlaue Konzepte benötigt. Die Jugendhilfe, also die Planung der Kindertageseinrichtungen macht ja die SJB für uns. Da sind wir auch sehr dankbar und die liefern uns auch immer die Zahlen, wie hoch der Fehlbedarf in Durlach ist. Es ist schon nochmal unterteilt in Kinder von 0 bis 1, dann von 1 bis 2, dann 3 bis 6. All diese Dinge liegen uns vor und da zeigt sich eben schon, dass wir in Durlach trotz dieser neuen
Kindertageseinrichtungen immer noch einen Fehlbedarf haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht zusichern, dass jedes Kind in Durlach hier in Durlach auch einen Kindergartenplatz bekommen wird. Ja. So ist die Situation. Also man geht auch davon aus, dass dann Eltern auch ausweichen auf andere Stadtteile. Es gibt ja dieses neue Kinderportal, wo die sich auch anmelden. Und da muss man einfach gucken, wo es dann passt. Aber die Situation wird, so hoffe ich, sich in Durlach etwas entspannen. Und, aber gesamt ist natürlich immer noch so, dass ein Fehlbedarf da ist. Dann war Ihre Frage zu der, ob wir denn die Kita, wenn wir die vierzügig einrichten, auch gleich mit entsprechendem Personal besetzen können. Wir sind jetzt gerade dabei, also ich bin gerade dabei, in meine Überlegungen zu schauen, wie können wir zukünftige Erzieherinnen jetzt schon ansprechen und rekrutieren. Es gibt Ideen, auch eine Erzieherfachschule zu gehen, für uns Werbung zu machen, Durlach vorzustellen, die einzuladen zum Tag der offenen Tür. All diese Dinge sind bei mir im Kopf und auch Überlegungen, jetzt schon zu gucken, dass wir da einfach einen Schritt schneller sind, als vielleicht andere. Tatsache ist, dass eben die freie Träger ein sehr starker Konkurrent sind, auch auf dem Markt. Aber wir müssen, glaube ich, mit dem arbeiten, was wir haben. Und das ist gar nicht so wenig, glaube ich. Es ist nämlich cool, in Durlach zu arbeiten, in der städtischen Stadt. Vielen Dank. Und im Zweifel zieht der Charme vom Herrn Laue, Frau Frey. Es hat bisher immer geklappt. Gut, ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich darf mich auch im Namen des Gremiums und auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen des Reststadtamtes sozusagen bei euch allen aus Jugend und Soziales bedanken. Also aus meiner Sicht eine ganz fantastische Arbeit, eine schwierige Arbeit, aber auch eine spannende und auch coole, häufig ganz coole Arbeit, ja. Da hat der Herr Laue recht. Weiterhin so viel Tatkraft, so viel Erfolg. Wirklich, geben Sie es an die Kolleginnen und Kollegen weiter. Da sind wir durchaus stolz auf die Abteilung und wir sind auch froh, dass da immer auch das eine oder andere soziale Engagement über das Berufliche hinaus möglich ist bei uns in Durlach. Und an den Roland Laue natürlich aber auch ein persönliches Dankeschön. Man kann sich vorstellen, dass so eine komplexe Abteilung auch nicht ganz einfach zu leiten ist, auch in der Größenordnung. Das macht er fantastisch, das macht er gut und was auch sehr schön ist, dass wir einen gewissen Chorgeist auch von Abteilung zu Abteilung, andere Abteilungsleitungen sind ja auch hier da, da wird auch abteilungsübergreifend ausgeholfen, da arbeitet man auch zusammen an den einen oder anderen Projekten und das ist eigentlich ein schönes Gefühl und war für uns alle auch ein schönes Gefühl in der Corona-Zeit. Vielen Dank, Herr Laue und die gesamte Mannschaft.